Sie werden beim morgigen beginnenden Gipfel des Europäischen Rates wahrscheinlich einen schweren Stand haben. Bleiben Sie Ihrer Haltung treu, liefern Sie das Taurus-Waffensystem nicht. Es fing mit 5000 Helmen an. Es folgten Diskussionen über schwere Waffen. Inzwischen haben wir Flugabwehrsysteme geliefert, Panzerhaubitzen, Schützenpanzer, Kampfpanzer. Nun reden wir über Taurus. Und jedes Mal wurde uns erzählt, es handelt sich um einen Gamechanger. Wir haben ganz viel geliefert. Wir sind inzwischen der zweitgrößte Geber der Ukraine geworden. Alleine an Militärhilfen haben wir 28 Milliarden Euro geleistet. Zum Vergleich: Der Bund plant im Jahr 8 Milliarden Euro für Straßenbau ein, um mal diese Relationen zu begreifen. Das ist nicht unser Krieg, und wir dürfen uns nicht zur Kriegspartei machen lassen.